Eine Nymphe ist eine Art Halbgottwesen. Die haben einen göttlichen Aspekt, dass sie auf jeden Fall Fabelwesen sind und sich dann hauptsächlich eher nicht mit sterblichen Paaren. Und wenn sie sich aber mit sterblichen Paaren, das heißt sterbliche Männer, sich in sie verlieben, ist es meistens zum Scheitern verurteilt. Und das bietet natürlich sehr viel Stoff. Also ich flüchte mich jetzt nicht persönlich so gerne in Fantasiewelten. Es sind einfach nur Themen, die mich einfach sehr interessieren. Und jetzt war das eben der Sommernachtstraum von William Shakespeare. Bei der letzten CD war es nun mal die kleine Seejungfrau von Hans Christian Andersen. Ich beschäftige mich halt privat nicht nur mit Musik, sondern eben auch mit Literatur, mit Kunst und so weiter. Gerade in unserer übertechnologisierten Welt sehnen wir uns immer noch nach einer gewissen Unerklärlichkeit in der Natur, glaube ich. Die CD ist aufgeteilt in verschiedene Arten von Waldzauberfiguren, die natürlich alle weiblich sind, weil ich eine Frau bin. Ich habe jetzt keine Arie von Oberon oder so da drauf genommen, sondern eher so Richtung Feen, Zauberinnen, gute, böse. Also ähnlich, glaube ich, wie ich jetzt bei der ersten CD Wasserwesen, Rosalken, Loreleien und Seejungfrauen aus verschiedensten Kulturkreisen entnommen habe, habe ich jetzt die Feen aus den verschiedensten Kulturkreisen entnommen. Und weil das eine Barock-CD sein sollte und was mich auch sehr gefreut hat, sind es dann nun mal viele Nymphen und Feen eben aus der Barockzeit. Ich habe versucht, das möglichst vielschichtig zu gestalten. Es sind ja auch fröhliche Stücke dabei, Torna mia vaghe giara zum Beispiel oder Mark how readily each pliant string von Purcell. Das sind jetzt nicht nur Lamenti, die ich jetzt da drauf habe, aber es gibt auch zornige Arien, also Verzweiflungsarien wie Alma oppressa von Vivaldi oder eben so eine Zornesarie wie Furie terribili, wo die Armida in Rinaldo einfach alle Furien, alle Erinnien um sich herum schart, um sozusagen Rache zu üben und um endlich ihre Liebe zu erzwingen. Also ich bin wahnsinnig froh und privilegiert, dass ich jetzt bei einem Relaunch des Archivlabels mit Teil sein darf und das sogar anführen darf mit meiner neuen CD. Das ist eine unglaubliche Tradition in der historischen Aufführungspraxis auf diesem Label. Und für mich bedeutet historische Aufführungspraxis, dass also eine moderne Interpretation von Barockmusik. Das heißt, etwas, was Menschen heutzutage anspricht. Ich glaube, dass ich mit dieser CD, weil es ja auch so eine sehr, also wieder so ein Themenalbum ist, dass man auch vielleicht junge Leute ansprechen kann und auf dieses Thema und auf die Barockmusik und eben auf das Archivlabel wieder bringen kann.